Im Dialog Aufschlagsschemen bearbeiten, im Register zusammenstellen, können Sie für das Aufschlagsschema, welches Sie links in der Aufschlagsschemenliste gewählt haben, das Aufschlagsschema zusammenstellen. Die Basis ist immer der Grundpreis, dann kommen die von Ihnen gewünschten Aufschläge. Es können beliebige Zwischenergebnisse gebildet werden, dann können weitere Aufschläge folgen. Am Ende wird immer das Gesamtergebnis berechnet. Wenn Sie bereits zugeordnete Aufschläge haben, können Sie unterhalb der Liste diese mit den blauen Pfeilen entsprechend sortieren. Beachten Sie bitte, dass Sie mit der Sortierung auch in der Lage sind, einen Aufschlag hinter oder vor eine zu bildende Zwischensumme hier in der Liste mit Ergebnis dargestellt zu verschieben. Bei Aufschlägen, bei denen die Änderung des Aufschlagssatzes freigegeben wurde, sind Sie ebenfalls hier im weißen Feld Betrag in der Lage, diesen Aufschlagswert entsprechend zu verändern. Bei Aufschlägen, bei denen diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann diese Veränderung nicht vorgenommen werden. Sie sind ebenso in der Lage, hier direkt wieder zum Dialog der Aufschläge zu wechseln und eventuell fehlende Aufschläge für das Schema entsprechend anzulegen. Wenn Sie ein eigenes Schema zusammenstellen, beginnen Sie immer mit Hinzufügen, wählen dann aus der Kombobox der Aufschläge den entsprechend gewählten Aufschlag aus, könnten hier auch, wenn die Freigabe erfolgt ist, den Aufschlagswert entsprechend noch einmal ändern und bestätigen das Ganze mit OK. Sie sehen automatisch Grundpreis und Ergebnis ist entsprechend eingefügt. Das heißt, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, hier zum Beispiel, indem Sie aufs Ergebnis gehen, zu sagen, Sie möchten jetzt einen Wert einfügen. Das heißt also, die Kombobox der Aufschläge wird entsprechend wieder aktiviert und Sie sind in der Lage, hier den nächsten Aufschlag auszuwählen, den entsprechenden Satz anzupassen, wenn gewünscht, das Ganze mit OK wieder zu bestätigen und sehen, der Aufschlag wurde Ihnen damit eingefügt, das heißt vor diesem Ergebnis in die Liste aufgenommen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf Hinzufügen zu gehen, dann können Sie ebenfalls wieder den entsprechenden Aufschlag auswählen, beenden die Eingabe wieder mit OK und Sie sehen, Ihnen wird dieser angefügt, das heißt nach der Zwischenpreisbildung entsprechend mit einem neuen Endergebnis versehen. Einmal eingefügte Aufschläge können ebenfalls gelöscht werden. Dafür einfach in der Liste den entsprechenden Aufschlag anklicken und auf Löschen klicken. Beachten Sie bitte, dass dies ebenfalls für die Ermittlung von Zwischensummen gilt. Hier einfach auf den Wert Ergebnis gehen, löschen sagen, die Abfrage bestätigen und dann werden auch entsprechende Ergebniszeilen gelöscht. Neben der Möglichkeit, die Aufschlagsschemen hier zusammenzustellen, können Sie auch über die Schaltfläche Gehe zu Aufschlagsschemen direkt in die Zuordnung der Aufschlagsschemen entsprechend wechseln.